willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Ja, Four Reasons Why. Die haben mir letztlich halt so ein Bild rausgestellt, warum halt, oh geil, ein Wert, den ich brauche. Ja, wie ein Bild rausgestellt, warum das Release ja nicht kam. Deswegen dachte ich mir so, hey, dieses Bild kann man doch wunderbar nutzen, um es gegen die zu verwenden. Besonders weil die ersten vier Teile schon. Weil die Dinger, die sie aufgezählt hat, eigentlich schon perfekt als Gegenargument für die zählten. Und vor allem steht nämlich 4 Reasons Why DSO is a bad game. Dann wird es halt auch einfach gereicht, DSO bad. Ja, Punkt 1, Quality. Da ist ja vorne ein nicht wegzuweisen, dass DSO halt echt nicht viel Qualität hat. Ich meine, guckt euch einfach allein die Grafik an. Ich meine, jedes andere Handy-Game hat schon mittlerweile bessere Grafik. Sind sie ja mal seit 20 Jahren auf der Stelle getreten, obwohl es das Spiel nur 6 Jahre gibt oder so. 7 Jahre. Korrigiere, 7 Jahre. Mhm. Aber seitdem hat sich die Grafik nicht wirklich viel verändert. Ist quasi gleich geblieben. Das jetzt nicht wegwerfen, das brauche ich noch. Ja, zahlreiche Bugs gibt es halt immer noch. Zum Beispiel das Gummiband. Man muss aber sagen, dass es halt weniger geworden ist. Aber trotzdem, das ist halt immer noch, gibt es seit 7 Jahren. Das Gummiband, der Gummiband-Bug. Man läuft ein bisschen und nachher wird man wieder zurückgesetzt, weil das Spiel einfach kacke ist. Weil teilweise die Hitboxen falsch sind, beziehungsweise die es nicht hinkriegen, das richtig zu machen. Ich meine, mit Diablo habe ich sowas noch nie erlebt. Selbst mit einer niedrigen Leitung, selbst mit wenig Internet, Leistung, ist das bei Diablo nie passiert. Wo ich mir denke, so, wie kann man sowas eigentlich hinkriegen, dass sowas so lange immer noch existiert? Da müssen ja. Das würde uns eigentlich direkt schon zu Punkt 3 leiten, wie ihr im Thumbnail sieht, aber wir bleiben noch bei Qualität. Qualität, ja. Zu Anfang Level 40 hatten sie noch ein eigenes, so eine eigene Idee für ihr Spiel. Ja, allerdings mit Erweiterung und Erweiterung und Erweiterung gingen diese Ideen, dachten sie so, wir haben irgendwie wirklich keinen Bock mehr selber zu denken, denn denken tut weh, aua. Deswegen kopieren wir einfach bei Diablo 3. Man sieht da Maps, Bosse, Questtexte. Obwohl Questtexte vielleicht nicht. Aber wie heißt es? Skillpunkte. Eigentlich fast alles haben sie von Diablo genommen. Ich meine, dieses komplette Wüsten-Update hier. Okay, ich finde es jetzt nicht. Allein schon das hier ist auch schon wieder schwachsinnig hoch 50. Ach, keine Ahnung, wie man es findet. Ich glaube, eine Weltkarte gibt es mittlerweile gar nicht mehr, wa? Ja, schwachsinnig. Ja, hier, guck mal, die Weltkarte habe ich hier drin. Das komplette Update von Wüste ist halt einfach Diablo Akt 2. Und das ist halt nicht so einfach. Weißt du, die haben die Wirbelmonster übernommen und ach, einfach fast alles. Ich meine, die gucken sich um, was machen wir jetzt das Update? Ja, jetzt auch wieder. Also was hat Diablo? Oh, die haben ein Paragon-Level. Komm, dann machen wir aus unserem Wissen-Level ein Paragon-Level. Wo ich mir am Anfang gedacht habe, so, am Anfang war das Spiel, hatte echt viele eigene Ideen, von 40 bis 45, hat es echt viele eigene Ideen gehabt, wo ich mir dachte, so, boah, das macht Bock. Zum Beispiel das Glyphensystem haben sie halt eben nicht von damals Diablo geholt, sondern das war, sagen wir mal, es war eine eigene Idee. In der Form, wie es hier ist, war es eine eigene Idee. Wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich das Spiel auch in anderen Formen gibt, zum Beispiel in Verbesserungen, in anderen Spielen, wo man das dann 10-mal verbessern kann, was dann halt eine zufällige Chance hat, kaputt zu gehen. Aber so in der Form, dass man Items reinwirft und damit dann die anderen verbessert, würde ich mal sagen, ich sag einfach, das war eine Eigenentwicklung. Und damals auch das Skill-System von links oder rechts, das war auch ein eigenes System. Ich habe kein anderes Spiel gesehen, was einen Skillbaum hatte, was entweder links oder rechts da hier Zeugs gemacht hat. Wo man entweder aussuchen durfte, entweder klickt man links den Skill oder rechts den Skill.
Dann hat man den. Nein. Jetzt habe ich fast ein Video angeklickt. Ja. Quality, was gibt's noch? Ja, nicht neben den ganzen Kopien und sonst was. Gehört das schon zu Quality? Ich denke schon. Ein nicht funktionierender Support. Ey, wann hilft einem der Support schon dabei? Ich meine, ein gutes Spiel hat auch einen qualitativ hochwertigen Support. Aber es ist bei dem Spiel auch nicht der Fall. Weil du gehst da ab und zu hin und denkst dir so, ey, ja, ich habe aus Versehen, weil das Spiel so schlecht designt ist, von Items eincraften oder Glyphen entfernen, habe ich aus Versehen ein Item weggeschmolzen. Ich hätte das jetzt gern wieder, weil das echt sehr wichtig ist für mein Gear. Ansonsten verliere ich irgendwie 30% meines Schadens und es ist halt einfach nur aus Versehen und es war ein Missgeschick und ja, Pech gehabt. Er kommt also jetzt so für normalen Spieler. Jetzt kommt ein Freund des Supports. Ey yo, Dudi, ey yo, Olaf. Wir sind ja Kumpels. Gib mir mal 10.000 an Amant und stell mir mal meinen kompletten Charakter wieder. Oh ja, kein Problem, weißt du was? Ich gebe dir nicht nur 10.000 an der Wand, ich gebe dir direkt 100.000. Wir sind ja Brudies. Ja, das ist noch nicht mal fake. Wenn du ein Freund oder ein Verwandter bist beim Support, ja, dann bekommst du da alles in den Arsch geschrieben, was nur geht. Oder wenn du, keine Ahnung, Special Verbindungen hast zu denen. Aber als normaler Spieler bekommst du von denen nichts. Ich hab öfters mal gehofft, dass da irgendwas rauskommt. Ich glaube einmal, als sie dann neu im Forum-Thread gesagt haben, man kann sich das zurücksetzen lassen von seinen Premium-Begleitern, Tieren, habe ich gesagt, ja okay, ich hätte die gern wieder, denn ich hatte mal Deluxe gekauft. Ich hätte jetzt einmal wieder, weil ich die zerstört habe. Weil ich nicht wusste, dass so ein Scheiß wie Sammler dachte, dass ich mal irgendwann kommen wird. Hat sogar geklappt. Was aber nicht wirklich für den Support spricht, sondern. Das war ja, das musste ja wieder gesetzt werden, weil die es ja vorher angekündigt haben im Forum. Und wenn ich mir da denke, so, bei wichtigen Sachen ignorieren einen komplett oder antworten halt nie, beziehungsweise erst eine Woche später so, ja, also eine Woche später beruht das jetzt auch nicht mehr. Oder meistens heißt es, nein, Pech gehabt, selber schuld. Ja, wofür gibt es denn Support, Alter? Support heißt doch Unterstützung. Wenn die nichts unterstützen, sondern einen die ganzen Leute so halb von der Seite angreifen, weißt du, dann nennt euch nicht Support, sondern Arschlöcher. Weißt du, der Support hat dann nie unterstützend geholfen, nie irgendwie geholfen oder sonst was, sondern immer nur so, nö, Pech. Pff. Und letztlich auch so habe ich denen nochmal eine Anfrage geschickt, so, ja, dafür sind wir gar nicht zuständig. Pff. Wo ich mir denke, so, ihr seid der Support. Wofür seid ihr sonst zuständig? Also, okay, dann schreibe ich da euch demnächst, ja, ich würde gern beleidigt werden. Viel Spaß. Willkommen beim DSO-Support. Aber da fühlt man sich von dem Spiel so wirklich so, boah, also ich bin wirklich ein Triple-A-Kunde. Also, so eine Kundenfreundlichkeit ist hier echt krass. Auch noch was zu Quality, wie heißt es hier, passt, ist halt auch Kommunikation. Ich meine, wie oft hat man es gemerkt, dass DSO was angekündigt hat, was dann erst ein paar Stunden später kommt und man hat bis heute nichts gehört, dass sie sich gesagt haben, naja, es kommt ein bisschen später, weil wir sind zu inkompetent. Aber ich schweife ab auf Punkt 3. Ja, wie gesagt. Oder zum Beispiel Piñata Bug. Das war ein ganz klarer Bug. Jeder wusste, was abging. Und dann so Drachen sagen so, Tag 1, alle eskalieren. Tag 17, alle eskalieren. Tag 35. Oh ja, also es gibt einen Piñata-Bug, bitte nicht ausnutzen. Wir machen gar nichts. 2 Wochen später. Ah ja, wir machen doch was, wir bannen jetzt alle. Wo man sich so denkt, so, ja, also die Spieler, die jetzt in der Zeit aufgehört haben, ja, die kommen auch nicht mehr wieder. Wo ich mir so denke, so, wie kann man so inkompetent sein? Beziehungsweise qualitätslos, weißt du, man hat einen riesigen Bug und das ist ja jetzt noch nicht mal einmal passiert. Es gab noch einen früheren Bug. Ich glaube, der irgendwas mit Andermann war da, der quasi genauso schlimm ist und der wurde halt eben nicht behoben, weil der wurde halt nicht so krass bekannt. Das heißt, wenn die ganzen Bugs halt nicht bekannt würden, könnte man halt einfach buggen bis zum geht nicht mehr und den würde es einen Scheißdreck interessieren.
Ein Glück, dass Piñata Bug und Daily Deal Bug halt so public wurden, dass die halt behoben wurden. Ich weiß nicht mehr, welcher große Bug. Also, vor dem Piñata Bug gab es halt noch einen großen Bug. Hatte irgendwas mit Andaman zu tun, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja. Von Seiten der Qualität also des Spiels ist halt einfach absolut Müll. Ich meine, 40er Zeit und 45er Zeit war die absolute Glanzzeit. Weißt du, da habe ich gesagt, das Spiel ist besser, trotz des Pay-to-Wins, als Diablo, weil es halt viel mehr Spaß gemacht hat. Aber seitdem sie dann angefangen haben, alles von Diablo zu kopieren, wo ich mir so dachte, so, ey, ihr habt euer eigenes Ding gemacht. Jetzt kopiert doch nicht das. In schlecht. So viele Sachen, die sie einfach kopiert haben. Weißt du, im Rückblick muss ich auch sagen, dass das schlimmste Feature, was sie überhaupt eingeführt haben, war das Crafting 2.0. Das hat das Spiel so dermaßen zerstört. Bis zum geht nicht mehr. Ich meine, was macht man denn im Spiel überhaupt noch? Man hat doch kaum noch Spaß am Spiel, sondern man farmt eigentlich nur noch irgendwelche Scheißwerte zu bekommen, die man dann über Jahre zusammencraftet. Und dann, haha, lustig, lustig, tralala. Dann hast du 12 Goldwerte, die du da reinsetzt. Und dann hast du nur eine 10%, eine 25%ige Chance, also 1 zu 4, dass es klappt. Ich habe auch schon von einigen gesehen, so hier in der Gilde, die haben da 12 Goldwerte reingepackt, haben zwei wieder rausbekommen. Klasse. Jetzt geht es erstmal 6 Monate wieder Goldwerte farmen, weil da auch nie was droppt. Also Qualität over 9000. Also man hätte es einfach so lassen sollen, wie bei Level 45 oder 40, dass man random Sachen einfach droppt und hey, guck mal, boah, geil, es rüstet sich jetzt aus, weil es plötzlich besser ist als mein Ding. Aber nein, mit 55 treibt man das nochmal auf die Höhe, indem man seine gecrafteten Legis auf überkrasse Uniques craften kann, damit man die Set-Bonis noch hat, damit man einen Legi garantiert überhaupt gar nicht mehr tragen will, kann, sondern man ist gezwungen, die Z-Bonus zu holen. Ansonsten ist man scheiße schlecht. Und dann ist man noch dazu gezwungen, Event-Bosse zu machen, weil man scheiß Drakenkerne braucht, um ein PvE-Set zu spielen. Ey, Mann, was geht bei euch denn bitte schön ab? Und das ist halt auch so, nicht jeder Event-Boss droppt dann auch Drakenkerne. Ja. Also generell die Qualität des Spiels ist einfach so schlecht. So, kommen wir mal zum zweiten Punkt. Community Feedback. Ja, guckt euch mal die Threads zum Vollmond, Neumond-Event an. Seit wie vielen Jahren steht denn da bitte schön, ja, fixt mal, macht mal mehr Fortschritte in den Maps, kürzt mal die Maps, sonst was, bla bla. Also es braucht mindestens ein Jahr Vorlauf, damit die mal ein Community-Feature übernehmen. Es sei denn, es ist ein komplett unwichtiges Müllding. So Beispiel wie die Sammlertasche, ich meine, die hat auch irgendwie ein Jahr gebraucht, damit die Community, damit Big Point auf die Community hört und so einen Scheiß raushaut. Und dann machen sie uns so einen Scheiß wie, ja, also wir machen es nochmal Pay to Win. Also jeder, der sich genügend Pets und sowas gekauft hat, bekommt nun richtig geile Vorteile in Form von, ja, noch mehr Leben, noch mehr Schaden und so weiter. Also die wissen halt, wie man die Leute dazu aufregt, das Pay to Win zu unterstützen, beziehungsweise einen dazu zu fordern, das zu holen. Dass man wirklich alles in dem Spiel Pay to Win machen muss. Weil wir sind ja gar nicht in den nächsten, beziehungsweise diese ganzen vier schlechten Eigenschaften, diese vier Four Reasons Why, sind eigentlich komplett ineinander. Das ist halt krass. Die sind alle so hart ineinander verworben. Das ist halt echt krass. Beziehungsweise auch zum Art Community-Feedback. Ja, macht man Server-Rollback oder bannt die Botter, bannt die Bug-User. Ey, ich meine, wie lange hat es gedauert, bis die Botter gebannt wurden? Hallo, jedes andere Spiel hätte Nordfix aufgespielt, bups, alle Botter weg. Ja, in dem Spiel durften die ein Jahr lang rumbotten, bis zum geht nicht mehr. Und wer dann 2 Monate vorher aufgehört hat, der darf da heute auch noch weiterspielen. Weil, oh, wussten ja nicht, dass der mal ein Botter war. Der darf jetzt einfach weiterspielen, oh ja. Ich meine, man hat ein Botter-Problem und dann baut man ein Feature ein, was für die Botter perfekt ist. Ich meine, die Ranglisten, wie doof kann man sein? Aber ich schreibe schon wieder halt zu Punkt 3 ab, zu Inkompetenz.
Und ich bin noch nie gar nicht mehr fertig mit dem Community-Feedback-Ding. Und ich bin schon bei fast 20 Minuten. Also, ich hätte vielleicht vorher eine Warning anbringen sollen. Achtung, DSO-Rant. Aber wie soll man von DSO nicht ranten können? Ja, Community-Feedback. War wohl soll eigentlich mal Drakenkerne droppen. Ich glaube, das war seit Punkt 1, seitdem diese Kernenzeugs reinkam, in dem Feedback wohl bis heute nicht angehört. Bis heute, boah, heute ist es scheißegal, was da in diesem Feedback-Forum zum Neumond, Vollmond steht. Steht so viel Zeugs, wo ich mir denke, so ja, das hätte man seit dem ersten Event fixen sollen, damit das spielbar wird. Ich meine, die haben, glaube ich, nach 8 Monaten oder nach 2 Jahren einen minimalen Fix gebracht, dass man minimal mehr Fortschritt bekommt, wenn man auf einem höheren Spielmodi spielt. Aber trotzdem dauert das immer noch abartig viel länger im Vergleich zum Vollmond-Event, sich Fortschritt zu sammeln. Ich meine, hört ihr überhaupt auf die Community? Ja, wir hören total. Wir haben jetzt voll geil, tolle neue Ausrüstungseffekte. Ich meine, die wollte jeder haben. Davon hörte man zum ersten Mal, als das kam. Es hat sich. Soweit ich weiß, habe ich das nirgendwo im Forum gesehen. Ey, wir brauchen Ausrüstungseffekte. Ah. Oder solche Sachen wie, ja, wir brauchen einen neuen Skillbaum. Ich glaube, das war auch nirgendwo ein Community-Feedback. Also generell machen die halt einfach nur Schwachsinn. Die hören nicht wirklich auf die Community. Das ist halt gang und gäbe. Sonst hätten sie das Spiel einfach so gelassen, wie die Leute zu 45 Zeiten es wollten. Oder, jeder, also ich kennt ja noch das Community-Feedback, wie die Community geschrien hat, wir wollen unbedingt, dass unsere Steine entwertet werden und dass ihr Veredler einführen sollt. Also ich muss sagen, da hat Drakensang ziemlich krass auf die Community gehört, dass sie einmal die kompletten Edelsteine entwerten. Ich meine, da müssen sie sagen, da haben sie auf jeden Fall der Community was richtig Gutes getan. Ich meine, kein anderes Spiel mag es so, seine Spieler so zu verarschen. Ich meine, Drakensang Online-Spieler wollen halt verarscht werden und da tut halt Drakensang alles Mögliche, was es gibt. Ich meine, das Community-Feedback war nach dem Update auch, ey, wir wollen die Veredler nicht. Ey, wir wollen gerne unsere eigene Standard haben. Beziehungsweise, früher war es ja so, Steine waren so das Ding, was pro Erweiterung unverändert blieb, wo man sich daran wachsen konnte. Und dann kommt halt so ein Scheiß. Und Community-Feedback, man hat auf die Community gehört und sie halt mal richtig schön wieder vernatzt. Bis zum geht nicht mehr. Und das machen sie halt immer weiter und immer weiter. Ich meine, die kündigen irgendeine Scheiße an und dann kommt es halt nicht. Das ist auch nicht einmal passiert, das ist auch nicht 10-mal passiert, das ist wahrscheinlich über 100-mal passiert. Und dann kommt ein Patch, oh shit, wir haben einen Bug, wir bringen Hotfix. Ja, oh sorry, dieser Hotfix, aber wir kommen jetzt einfach noch zu Punkt 3, zur Inkompetenz. Da können wir direkt anschließen, oh, wir haben Patch hochgeladen. Also wir haben den natürlich schon 3 Monate auf dem Testserver getestet, aber oh ja, wir haben den auf dem Live-Server. Da gibt es jetzt leider einen Bug. Okay, wir führen Hotfix ein. Oh shit, dieser Hotfix, der ist auch verbuggt. Oh shit, wir führen noch einen Hotfix ein. Ah, Kacke. Okay, nächstes Release. Bugfixes. Wow, geil. Ihr braucht einen ganzen Patch, um Bugs zu beheben, die dann doch trotzdem nicht behoben werden, weil die dann auch verbuggt werden. War ein verpackter Patch, braucht ein neuer Patch, der dann auch verpackt ist, der dann nochmal ein Patch braucht, der auch verpackt ist. Und das geht immer so weiter, immer so weiter. Für jedes Update kommen noch mehr Bugs und sonst was. Und das finde ich auch so lustig mit, ja, wir wollen Quality, wir wollen halt keine Bugs im Spiel. Seit wann gab es keine Bugs im Spiel? Es gab immer Bugs im Spiel und es kam immer wieder neue dazu. Egal wie lange ihr den Scheiß auf dem Testserver habt, es kommen immer wieder neue Bugs. Ich meine, wie konnte sowas wie der Daily Deal Bug nicht auf dem Testserver rausgefunden werden? Beziehungsweise sowas nicht schnell behoben werden konnten. Ich meine, der war doch, soweit ich weiß, war der überall. Ja, auf den Live-Servern und hat DSO Geld gekostet, aber interessiert uns doch nicht. Wir sind inkompetent. Wir wissen noch nicht, was wir hier tun. Wir machen nur, wir sind wie kleine Kinder und hauen einfach auf den Tastaturen herum und hoffen, dass wir was richtig machen. Und plötzlich kommt dann sowas wie, boah, Bug, ja, okay, kein Bock, nö.
Oder labern einfach nicht mit den Leuten. Das ist halt einfach von Inkompetenz. Und nur so. Die Definition von Inkompetenz ist nicht, ist nichts Negatives. Das ist, passt quasi eigentlich genau zu denen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, sondern ich google es nochmal. Inkompetenz. Aus seinem Arbeitsgebiet nicht das erforderliche Wissen und Können haben. Und das trifft 100% auf Tragensang online zu. Wie gesagt, das ist nichts Negatives, sondern das ist halt einfach die Wahrheit. Die kriegen es halt einfach nicht geschissen, das, was sie können sollen, hinzukriegen. Ja, damit wäre eigentlich Punkt 3 schon erledigt. Aber ich möchte doch ein bisschen drauf rumhacken, weil warum mache ich sonst dieses Video, ne? Sekunde, 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 Sekunde. Aber jetzt fällt mir natürlich nichts mehr ein. Ja, ich habe, wie heißt es? Bei Inkompetenz Unterpunkte waren ja fix die Bugs. Hört auf die Community, Community, Kommunikationsloch. Also die kommunizieren halt nicht. Ja, ich glaube, ich hab da alles gelabert, was ich labern wollte. Beziehungsweise das auch, was halt aktuell ist halt. Obwohl, was eigentlich immer bei einer Erweiterung kam, war, dass das Spiel dann halt zwei Wochen erstmal nicht spielbar war, beziehungsweise unspielbar war. Weil die Server so hart geleckt haben, bis zum geht nicht mehr, weil die halt nichts auf die Reihe bekommen haben. Weil es geleckt hat, bis zum geht nicht mehr geruckelt, Abbrüche bis zum geht nicht mehr. Teilweise war das Spiel nach ein paar Releases halt unspielbar, weil es so viele Bugs gab, dass man erst einen neuen Patch raushauen musste, damit es halt wieder lief. Was ich halt krass fand. Ich meine, die haben einen Testserver und testen ja die Scheiße immer vorher. Aber trotzdem kommen immer wieder Bugs auf den Live-Server. Ich meine, es ist zwar auch nicht. Es ist unverständlich. Ich meine, die haben doch einen Testserver. Warum können die da nicht testen? Ich meine, wo ist der Testserver dann da? Beziehungsweise, ich meine, wie viele Bugs gibt es denn auf dem Testserver? Und das auch der eine Punkt ist, die wollen ja halt testen und die Spieler zum Testen bringen. Aber dann ist halt der Punkt. Man gibt den Spieler halt nichts zum Testen. Ich meine, letztlich haben sie wieder raus, was rauskommt zum Testen, dass sie die Leute dann auf Wissen Level 200 packen und auf Level 55 und so weiter. Aber wann war das denn mal vorher? Ich glaube, die haben einmal vorher, wenn man da etwas aktuell war, konnte man was testen. Ich meine, warum haut man den ganzen Spielern nicht krass OP-Charaktere auf den Testservern drauf, damit sie auch Bock haben, da was zu testen? Ich meine, dann wäre es für euch doch einfach. Ich meine, die Spieler würden da sogar testen gehen und euch berichten, bis zum geht nicht mehr. Ich meine, es gibt sogar Spiele, die halt so krass berichten. Also, aber 90% der Spieler haben darauf keinen Bock, weil sie erstmal einen Level 40-Charakter hochleveln müssen. Mussten. Beziehungsweise die jetzt erst neu auf dem Test überkennen, können trotzdem nicht testen, weil ja, die müssen von 1 auf keine Ahnung was. Früher bin ich auf den Test einfach nur raufgegangen, um zu gucken, ah, welches Event kommt denn als nächstes, weil es früher keine, ja, wir bringen dieses und dieses Event in Tragensang online. Das gab es dann früher nicht, deswegen ging man auf den Test, um zu gucken, ah, welches Event kommt denn demnächst. Auch, wie gesagt, das ist wieder ein Punkt der Inkompetenz zu Kommunikationsproblemen. Man sollte schon mit den Leuten sprechen. Wenn man ein Problem hat, dann sollte man direkt mit denen sprechen und nicht erst ein Jahr warten und dann sagen, oh, wir hatten ein Problem. Ja, ich glaube, den habe ich jetzt gar nicht mehr bekommen, dieses eine Portal. Schade. Wäre mein Problem, aber wir sagen es euch nicht, denn wir tun so, als würden wir es klappen, damit wir besser dastehen, aber in Wirklichkeit nicht. Ja, Triple A-Spiel. Ich würde mal sagen, ich sag mal, beziehungsweise zu den Livestreams von denen, denke ich mir auch so. Ich meine, da hat man irgendwie fünf Leute mal da gehabt.
die einen Livestream organisieren. Und die kriegen es nicht wirklich hin, einen Livestream hinzukriegen. Ich meine, was ist daran so schwer, einen Livestream hinzukriegen? Mit sich selber eben zu reden, beziehungsweise sich ein Skript zu schreiben, das dann vorzulesen, wenn man eh scheiße Englisch kann. Außer hier Haruki, Takati und Greg, die konnten das richtig gut. Aber danach, ey, immer so Leute, die so, oh ja, also ich hab 5 in Englisch gehabt, also ich mache jetzt hier einen Livestream. Hallo, willkommen, Streamers. I'm very appreciate that you come to in the stream. This is live. Wo ich mir denke so, und dann so 50 Mal verhaspeln, wo ich mir denke so, ey, niemand guckt auf dich. Du bist da allein vor einer Wand. Ich meine, die Leute schreiben dir dann so, ey, du bist ein Kohlkopf, Alter. Aber in Englisch, was war dann irgendwie so ein Kohlcode oder irgendwie sowas. Aber, keine Ahnung. Beziehungsweise sich einfach ein Skript zu schreiben, so bla 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 bla. Ich denke mir auch so, es zeugt nur von Inkompetenz, da so einen Scheiß zu machen und sowas generell fertig hinzukriegen. Und dass es halt alles rumbuggt und überhaupt nicht funktioniert und so weiter. Wie gesagt, auf den Arbeitsgebiet nicht das erforderliche Wissen und Können haben. Beschreibt Drakensang Online schrecklich Big Point zu 100%. Dabei wäre das Punkt Inkompetenz abgeschlossen und dann kommen wir zum letzten Punkt. Pay to win. Ja, es ist halt einfach Pay to win das Spiel. Von Anfang an war es halt Pay to win. Man konnte sich halt Steine kaufen, die halt einen besser gemacht haben. In Form von Echtgeld. Was ich damals lange angenommen habe, dass das Spiel halt doch nicht Pay to win ist, weil man kann man sich ja alles mit Ingame-Währung auch erspielen. Allerdings braucht man dadurch dann 2, 3 Jahre länger. Und naja. Es ist halt ein Fakt, wenn ich etwas 2 Jahre früher habe, dann habe ich 2 Jahre einen Vorteil, was dann Pay to Win ist. Du kannst mir nicht sagen, ja, also, du kannst bei deinen, so voll royal kannst du auch werden innerhalb von 10 Jahren, aber im Zeitpunkt jetzt ist der Pay to Win. Und ein Pay to Win beschreibt auch, wenn ich mir wenn ich mir von jetzt auf gleich direkt einen krassen Charakter kaufen kann, anstatt ich spiele jetzt erstmal 5 Jahre und habe dann einen krassen Charakter. Für mich ist das am Anfang auch Pay to Win. Ein Spiel bleibt Pay to Win, wenn es eine Option auch eine Option hat, dass man sich das selber kaufen kann. Weil wenn einer mit einer OP-Waffe ankommt und sich wegsmasht, Smash! Dann ist es in dem Fall Pay to Win. Dann, weißt du, es wird nicht plötzlich nicht Pay to Win, wenn man in 3 Monaten plötzlich genau das gleiche hat. Halt eben nicht. Wenn man in ein Spiel reinkommt und direkt von allen weggesquasht werden, weil die dann sich zigtausend Zeugs gekauft hat, wo du dann erstmal ein paar Jahre farmen musst, dann ist das Pay to Win in meinen Augen. Und das haben sie ja nicht oft genug gemacht, das machen sie halt immer wieder. Besonders schlimm war das halt mit den Verehelichungen. Ey, wie Pay to Win war das denn? Weißt du, beziehungsweise es war ja genau. Weißt du, man braucht ein Maximum mit den Steinen. Und dann heißt es so, ja, also wir hätten gerne doch mal 1000 Euro, damit du das gleiche wieder wie vorher hast. Wo ich mir nur denke so, wow, das ist echt wirklich Kundenfreundlichkeit in Maximum. Oh, ich werde erstmal 10 Mal Werbung auf das Video schalten, weil Drakensang so scheiße ist. Beziehungsweise, weil, ey, Pay to Win ist ja auch so, komm jetzt, Bitch, weißt du, warum kann ich das dann nicht selber machen? Ah, oh, 6 Mal Werbung reicht auf dem Video. Ich meine, es geht ja auch eine halbe Stunde, weißt du? Alle 5 Minuten sind eine Werbung, 3 direkt am Anfang. Ah, oh, ja. Bin immer gespannt, wie viele Commercials dann tatsächlich hier raufladen. Weil das letzte Mal, wo ich ein Video mit relativ vielen Werbung gemacht hatte, da war das dann, dass irgendwie nur eine Werbung abgespielt wurde, weil gar nicht so viele Werbung auf meinen Kanal zugeteilt wurden. Aber ich werde wahrscheinlich nichtsdestotrotz, das Spiel ist halt einfach scheiße, Pay to Win. Irgendwie alles, was du dir brauchst, beziehungsweise das an der Mann, was man erfahren bekommt, reicht nie locker, gar nicht null aus.
Also es gibt halt noch hier Kleeblätter, die man sich halt gaukeln muss, die man mit Einsatz von Echtgeld deutlich schneller bekommen kann. Quasi sofort. Die dann auch einen enormen Vorteil bringen. Soll mit Release 209 etwas entschärft werden. Wobei Steine man sich immer noch payen kann. Man hat trotzdem noch Pay to Win ist. Man kann ja sogar so extrem sein und sich die ganzen Glyphen payen. Was halt abartig Pay to Win ist. Und es ist auch in dem Sinne Pay to Win. Man kann halt sich schneller stärker machen. Damit man schneller die CWs durchrocken kann und sich dann dadurch schneller aufs Maximum farmen kann. Ich meine, wie kriegen sonst einige hin? Ja, ich habe jetzt seit 2 Wochen oder 2 Monaten wieder angefangen. Ich habe jetzt mittlerweile so einen krassen Charakter. Ja, also, man kann mir nicht sagen, dass das Spiel nicht Pay to Win ist. Also, das Spiel ist Pay to Win. Ich sollte mit diesen doppelten Verneinungen, die ich aus dem Englischen genommen habe, aufhören. Weil im Englischen sagen ja sowas wie: I can't see anything. Ich kann nicht sehen, nix sehen. Also ich kann nicht sehen, nichts. Und das soll dann so rüberkommen wie: ich sehe alles. Wo ich mir denke so: hä? Nein, behindert! Also ich will mal sagen, zu den Zeiten von Level 40, obwohl Level 40er Zeiten auch noch hart Pay to Win waren. Pay to Win-niger als heute. Ah, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war das Spiel in Level 40 echt hart Pay to Win. Aber es hat damals Bock gemacht. Weil halt viele Sachen halt einfach gestimmt haben, wie sie gestimmt haben. Nach so einem ganzen Run fühlt man sich gut. Endlich mal ein komplettes Video, warum ich sagen kann, dass das Spiel so mega schlecht ist und so. Hätten die dieses Four Reasons Why Ding nicht gemacht, hätte ich dieses Video wahrscheinlich gar nicht aufgenommen. Aber nur so, jetzt nebenbei eine Ankündigung, die kommen wird. Es wird einen DSO-Monat geben, so wie damals der Brickforce-Monat, wo jeden Tag ein Brickforce-Video kam. Denn ich dachte mir so: hey, machst du doch einfach mal einen Drakensang-Monat, weil du da irgendwie drauf Bock hast und versuchst einfach mal den Rant. Weißt du, du hast jetzt einfach alle negativen Sachen von Drakensang genommen und sie in dieses Video reingequetscht. Die bleiben da drin. Und jetzt ist erstmal für einen kompletten Monat Rant-Verbot, Negativ-Verbot. Ich hoffe, bitte, 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 Big Boy Drakensang baut keine Scheiße den Monat. Ich habe keinen Bock auf einen Rant davon. Baut diesmal keine Scheiße oder nicht zu große Scheiße. Ich meine, ihr baut eh Scheiße, das ist ganz klar, aber bitte nicht zu große Scheiße. Dann kann ich damit leben, dann brauche ich nicht wieder ausrasten, bis zum geht nicht mehr. Ich möchte einfach nur, ich möchte, ein bisschen möchte ich jedes in jedem Video sagen und Drachen sagen: mein liebes Spiel, das Beste, geil, 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 geil. Kauft einfach euch alle super geil Skins. Das Spiel, liebe dieses Spiel. Das Spiel macht mega Spaß, ihr seid mega geil. Am liebsten wäre so jedes Video. Aber ich lasse es eigentlich zu. Und es ist auch eine Entwicklung von DSO-Spielern. Am Anfang sind die halt überkrasse Fanboys und lutschen halt richtig hart bei DSO an. Und nachher merken die: oh, DSO scheiße. DSO scheiße. DSO scheiße. Ja, und bei dem Punkt bin ich mittlerweile. Weißt du, man kann sich noch nicht mehr freuen, wenn die mal was richtig machen, weißt du, weil blindes Huhn findet auch mal ein Korn. So ist das Gefühl, weißt du? Oh, guck mal, wir haben 20 Bucks. Oh, guck mal, wir haben eine Sache richtig gemacht. Oh, Feuer! Boah, ja. Ich habe gesagt, ein DSO-Monat kommt jetzt demnächst. Ich werde schon mal ein bisschen vorher aufnehmen. Werde den ho hoffentlich, also falls es, also ab den 1. ist gesetzt, dass ab 1. bis zum letzten Juni immer eine DSO-Folge kommt. Das habe ich mir jetzt gesagt. Weil selber sich so Challenges auf YouTube stellen hilft, eine gewisse Schedule einzuhalten. Wie heißt Schedule? Zeitplan. Ja, so planmäßige Uploads einzuhalten. Wie hieß das?
sage ich mal, Uploadplan, so einen Uploadplan einzuhalten. Nichtsdestotrotz will ich halt immer noch das Wrestling-Format weiterhauen, weitermachen. Ich hau es einfach weiter. Ich box es einfach weg. Deswegen muss ich demnächst auch nochmal was aufnehmen. Für die Zeit. Ich meine, das letzte Mal hat es ja relativ gut geklappt. Konnte ich relativ viele Folgen auf einmal aufnehmen und dann geplant hochladen, sodass ich relativ Zeit hatte, beziehungsweise relativ gut Zeit hatte, die da immer die Lücken zu füllen zwischen den Wrestling-Monaten mit Hearthstone, Frostpunk oder Drakensang, wo ich dann relativ wieder lang auf der ich bringe tägliche Video-Hochschiene war. Allerdings war dann das Wochenende wieder Peng, weil ich hätte einfach keinen Bock, weißt du, ich dachte mir so, was kann man hochladen? Ein Drakensang-Video. Ich wollte ein Drakensang-Video machen, genau das hier, was ich eigentlich schon am Samstag hochladen wollte. Aber ich hatte so keinen Bock darauf, wieder zu ranten, weil irgendwie gibt einem das Spiel halt nur noch Zeug zum Ranten, also zum Meckern und zum Schimpfen. Und ich habe auch schon teilweise Pause gemacht, sogar gesagt, so, nee, heute nicht. Heute spiele ich Path of Exile. Was dann auch echt geholfen hat. Ich glaube, ich werde erstmal nach der Folge erstmal eine Runde Path of Exile spielen. Weil nach so einem Rant fühlt man sich immer kaputt und hat keinen Bock auf das Spiel. Und nur so, mir macht es halt auch keinen Spaß, hier darüber zu ranten. Wie gesagt, wie gerade eben erwähnt. Wo habe ich jetzt eine Teil hingepackt? Ach, dahin. Gut, gut verstaut. Wie gesagt, es macht mir auch nicht wirklich Spaß. Ich will halt einfach aufzeigen, was mit dem Spiel falsch läuft. In einer etwas übertriebenen Art und Weise. Obwohl das noch nicht mal übertrieben ist, würde ich mal sagen. Wie gesagt, das Wort Inkompetenz ist kein schlechtes Wort. Es beschreibt nur eine Sache, wie die zurzeit ist. Weil man kann mir nicht sagen, dass die Leute das halt nicht auf die Reihe kriegen. Beziehungsweise, dass so eine große Firma es nicht auf die Reihe kriegt. Wenn, ich meine, guckt euch einfach mal Diablo oder Blizzard an. Ich meine, guckt euch mal die guten Sachen von davon an, wie die da arbeiten. Guckt euch das einfach mal ab und übernimmt das mal. Und nicht deren Content. Ja, gut. So, jetzt kommt die Endcard. Wie gesagt, der nächste Monat, der Juli, DSO-Monat. Da werde ich Zeugs machen. Über Drakensang. Werde halt, wie was kommen wird, ist einmal jede CW einmal durchgefarmt. Dann halt habe ich mir ein paar Themen rausgesucht. Beziehungsweise werde ich mir Themen raussuchen und wie damals üblich, die Q3 und 1 Stories werden Folgen kommen. Wenn dann aktuelle Sachen kommen, wie dann vielleicht ein 3-Event kommt dann endlich raus oder Release 209 kommt raus, dann wird das dazwischen geschoben. Das heißt, ihr müsst damit rechnen, dass mal eine Folge kommt, dass mal eine Folge mit Release 209 kommt und dann noch mal ein paar Folgen mit Release 207, weil die sind dann halt voraufgenommen. Weil ich will jetzt halt einmal alle CWs einmal durchmachen, vor Release 209. Und dann, sobald Release 209 kommt, einmal alle CWs nochmal machen. Die Upgraded Edition. Ich habe relativ Angst vor Kalis, weil die könnten mir echt den Arsch, echt hart den Popo vorholen. Bin ja auch der Zeit am Überlegen, ob ich die Bosse, beziehungsweise ob ich Kalis mit den anderen Schultern mache, weil fehlt jetzt nicht so viel, glaube ich. Wenn ich mir mal die Schultern mir angucke, okay, man kann die Sachen nicht gleichzeitig öffnen, das ist natürlich mega schön. Ich meine, es ist genügend Platz, aber okay. Anna macht die. 68%, das wären 73% und hier 70. Das wären hier 76. Ja, die macht ja halt mehr Elementarschaden. Obwohl, für Bier Arch wäre das auch besser, wa? Wäre ich bei 45? Ja, doch, doch. Ich denke schon, dass ich bei Bier Arch und Kalis eher die Schultern benutzen werde. Ja, gut. Gut, dass wir uns einig sind. Quasi wechselt einfach die Prozentanzeigen von das zu das. Bin ich lustig. Ich bin ja auch ein lustiger Typ. Also. Was kam noch sonst? Was hatte ich noch so geplant für den DSO-Monat? Nee, aber was dann auch weiterkommen wird, während die täglichen DSO-Folgen,
halt einmal das Wrestling-Projekt. Und ich versuche mal wieder ein paar neue Folgen Frostpunk rauszuhauen. Auch wenn das kaum jemand geguckt hat, habe ich geübt und bin jetzt besser in dem Spiel, weil ich mir ein paar Sachen angeguckt habe und ein paar Tricks und Tricks, wie man da halt schneller vorankommen kann und überlebt. Also eventuell schaffe ich es, das erste Szenario durchzuhauen. Ich bin unfassbar schlecht in solchen Spielen, aber ich finde solche Spiele auch unfassbar geil. So, ja, ich würde mal sagen, dann der Monat Juni ist auf jeden Fall vollgepackt mit Zeugs, was ich mir vorgenommen habe. Hoffentlich schaffe ich es auch, davon alles rechtzeitig zu überholen. Beziehungsweise die täglichen DSO-Folgen sollen Punkt 14 Uhr veröffentlicht werden. Bin ja mal gespannt, ob ich das wirklich so schaffe, wie ich es schaffen will. Ja, von dieser Seite aus verabschiede ich mich dann in eine glorreiche Zukunft. Auf weniger Rants, in Drakensang, auf ein besseres Spiel und auf bessere Videos. Und auf mehr Videos. Ich glaube, ihr könnt euch freuen. Ciao! Mau! Nee, ciao, Mu. Nee. Und Mu! Tatsächlich geht's auch im nächsten Mal weiter.